Neuer Tag, neues Glück. Und ich adoptiere heute ein Kind. Mal schauen, welches Kind ich heute adoptiere. Tja, ich möchte auf jeden Fall ein reiches Kind und kein armes Kind haben. So, das ist mein Zimmer, aber das zeige ich euch gleich. Natürlich fahre ich mit meiner Limousine gleich, was ich euch jetzt gleich zeigen werde. Und sagt nichts mit sagt einfach nichts dazu. So, natürlich habe ich viel Geld. 65.000 Bucks, na gut, zurzeit nur 18.000 von den Dingern. Natürlich fahre ich mit meiner Limousine, natürlich, ne? Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Ich werde jetzt ein Kind adoptieren, ne? Fahre mir mit meiner Limousine dahin. Und ich bin gespannt, welche Kinder es da gibt. Oh nein, jetzt fahre ich da nicht durch. Okay. So, ich bin auch übrigens gestern neu hergezogen, habe mir natürlich ein neues Haus gekauft. Ich weiß, hat noch ein bisschen, also kann noch ein bisschen besser werden. Hab ein bisschen Verbesserungspotenzial oder so. Also kann man noch verbessern. So, ich finde, die Stadt ist sehr arm, also die kann wirklich nicht so viel. Ah, auch wenn das Krankenhaus ein bisschen geändert wurde, ist es wirklich noch nicht so ganz toll. Die Schule ist auch noch nicht so ganz toll, muss ich sagen. Und geht weg von meiner teuren Limousine. Sag mal, geht's euch noch gut. So. Ich park einfach mal. Ich tue das direkt weg, das Auto. Irgendwann macht das immer kaputt. Das ist nicht so gut. So, wir gehen jetzt hier rein. So. Okay. So, hier gibt's Pets. Ah, Babys hier, oder? Oh nein, das sind Tiere oder so. Oh, das sind alles voll die Billigtiere. Ich habe viel bessere Tiere. Ich habe hier krasse Tiere. Ne? Ha, seid ihr jetzt neidisch? Klar, ne? So. Ich werde jetzt ein Kind adoptieren. Aber hier gibt es halt, wie gesagt, nur Billig-Pets. Oh, krasse Sachen. Ich habe halt viele Pets. Und da kommt ein Axolotl. Was macht der hier? Freddy, was willst du von mir? Freddy, Bro. Der geht einfach zu mir. Ach, soll ich ein bisschen flexen mit meinen Pets? Klar, mache ich gerne. Warte, ich hole ein cooles Pet raus. Ich hole meine Neon Cow raus. Ich werde ein bisschen flexen. Ha, jetzt hast du Angst, ne? Ich adoptiere jetzt ein Kind. Ich tue meine Kuh mal wieder weg. Oh nein, da verfolgt mich wieder dieser Freddy. Egal, wir fragen jetzt mal Anna, ob die irgendwelche Leute haben. Anna, ach, was bist du denn für eine? Ah, Freddy Bro, was willst du von mir? Geh weg. Freddy Bro, du Lappen. So, Anna, ich habe mal eine Frage. Ja, was beleidigst du mich hier? Schau dich doch mal an. Was, du beleidigst mich als Sonic? Ich beleidige dich als Rapunzel. Ja. Ja, ich möchte ein Kind adoptieren. Welches Kind ist denn da? Freddy, ich will Freddy nicht adoptieren. Ein Riesenkind, ich weiß. Ach, das ist ein Kind? Ich dachte, er ist schon so 15 oder so. Ein Kind. Ist er reich? Ach, der hat ein Axolotl geschenkt bekommen. Das geht ja gar nicht. Was für ein Billigtyp, ne? Ach, so ein Armer, ne? Hast du noch jemand anderen, besseren? Ja. Ja. Genau, ein unerzogenes Kind war ich auch immer. Nein. Ich war immer sehr gut. Fuck. Wer ist das denn? Der da. Sieht aber nicht so reich aus. Ist der reich? Ein bisschen. Ist mir noch lieber als... Alter, was willst du von mir? Tschüssi! Oh mein Gott. Ich hab dich geklaut. Ich hab dich geklaut. Anna, du kannst mir nicht, sei leise. Oder ich schieße dich mit einer Sniper ab. So, du kommst jetzt mit. Und wenn du eine Sache machst, stirbst du. Oh mein Gott, ist leck. So, ich hol meine Limousine natürlich direkt raus. Kannst du überhaupt reden? Ja, ich werde entführt. Findest du meine Limousine krass? Wer bist du? Ich bin Marc, dein größter Albtraum. Spaß, ich bin jetzt dein Vater. Ich hab dich geklaut. Und wenn du eine Sache sagst, dass du adoptiert bist oder geklaut bist, stirbst du. Und sag nichts zu meinen Fahrkünsten. Bist du reich? Ja, du bist aber nicht reich genug für mich. Deswegen kommst du nur in meinen Keller. Genau, ne? Hast du schon mal einen Keller? Ich hab einen Keller, aber den siehst du nur nicht. Und jetzt sei leise. Du hast ein Baumhaus. Ich hab ein Baumhaus. Guck mal meine Login-Streak an. Komm jetzt mit.
Baumhaus und Keller, ne? Du kommst jetzt her. Ich halte dich jetzt fest. So, du musst duschen. Hast du irgendwelche krassen Tiere? Wenn nicht, wirst du direkt rausgeschmissen. Was ist das? Ach, nur ein Hai. Hai sind nichts wert. Ein Ocean Egg. Ich habe 12 Ocean Eggs. Ich kann es sogar proven. Hier sind 13 Stück habe ich. Wow, guck mal, was ich habe. Ich habe viel krassere Sachen als du. Ich habe eine Neon-Kuh. Gefragt. Viel krasser. Und was bist Wir du für ein haben unerzogenes gefragt. Kind? Sag du mal nichts. Wenn du einmal fragst, kommst du wie gesagt in meinen Keller. Warst du schon im Keller? Oh mein Gott, hat jemand einen Shadow Dragon? So reich bin ich leider auch nicht, aber ich könnte mir einen leisten. Okay. Ich suche jetzt in der Schule nach dir, wenn du nicht hier bist, ne? Du kommst in meinen Keller. Okay. Gut. So, cool, du lernst heute nichts. Du wirst nichts lernen. Warte mal. Was ist? Was willst du von mir? Jetzt ruft mich jemand da irgendwie. Was ist Emma? Was willst du von mir? Ja. Was? Niemals. Was? Okay, ich würde Gehalt bekommen. Hohn. Oh, nee, danke, kein Bock. Meinst du in den Schule? Ja, ich weiß, die Schule, ja. Ja, ich weiß schon. Ja, nee, kein Bock. Echt? Ich überleg's mir. Okay, die hat mir gefragt, ob ich hier arbeiten möchte in dieser Schule. Gar kein Bock. Und was hat die hier für ein Tier? Ein Hai, Shark, Hai oder wie auch immer. Ey, was wollt ihr? Ihr denkt, ihr habt nur das Opfer für meine Neon-Cool-Leute, ne? Ach, geht weg von mir. Ich hab keinen Bock auf euch. Keinen Bock auf Billigmenschen. Aber warte mal. Wir sind nicht meine Familie, fällt mir gerade ein. Wir müssen jetzt die Familie erstellen. Wir müssen jetzt die Familie stellen. So, Leute. Was machst du hier? Ah, ohne mich. Bleib stehen. Etwas. Nein. Du bleibst jetzt stehen oder du kommst in meinen Keller. Du hast nicht meinen Keller, das ist ein Baumhaus. Ja, du kommst wirklich in meinen Oh, Keller. ich hab so Angst. Oh nein. Eigentlich hatte ich meinen Keller, aber trotzdem. Ich dachte, ein Baumhaus. Was versteckst du dich hier? Denkst, ich finde dich nicht? Ja. Denkst, ich bin so dumm? Du kannst ja nicht mal fliegen oder sowas. So, wir gehen jetzt nach Hause. Was schreibt der Typ? Was will der Typ von uns? Sei leise, Ira Bennett. Du fährst dich nur cool mit deiner reichen Cappy, die du gestohlen hast, ne? So. Ich würde das Video jetzt erstmal beenden. Er ist in der Schule im nächsten Part. Werden wir die Familie erstellen und werden nicht mehr weglaufen. Und jeder schickt mir eine Anfrage, weil ich eine Neon-Kuh dabei habe. Was ist das denn? Ich tue die mal direkt wieder weg. Eine Sekunde hat man ein krasses Pet, ein reiches Pet dabei. Und jeder tradet einen an. Wollt ihr den zweiten Teil sehen? Wenn ja, lasst ein Like und ein Abo da. Wir sagen, ciao.